Moin moin Leute, hier ist Yannis Lee und willkommen zurück zu unserem Let's Play One Piece Treasure Cruise. Ja, ich bin sehr dumm. Das habe ich aber eben erst bemerkt, denn oben steht, dass es 13 Kapitel hat. Und zwar Orange Town 13 Chapter, also das steht für Kapitel, für alle, die es nicht wussten. Und ja, ich weiß auch nicht, wieso ich da nicht drauf gekommen bin, mal nach da oben zu gucken. Und jetzt haben wir zum Beispiel nur die Möglichkeit, einen Gast zu wählen. Es tut mir leid für meine Freunde, denn ich kann die jetzt ja nicht mehr anwählen. Könnte ich es, würde ich es machen, aber das wisst ihr hoffentlich alle. Und ja, Protect Orange. Die Szene, von der ein Gastshopper ist, habe ich sogar letztens, wie gesagt, ich habe, glaube ich, das schon mal in einem anderen Part erwähnt, dass ich mir die Folge angeguckt habe, wo Chopper zu dem Team zugestoßen ist. Das war, glaube ich, 84. Und da hat er diese Pose auch gemacht, die wir da im Spiel sehen. Also das ist direkt aus dem Anime übernommen. Und das ist wahrscheinlich auch so gewollt. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es nicht so gewollt ist. Ja, also für alle, die auch das früher mal angeguckt haben, kann ich das echt nur empfehlen, euch wirklich nochmal die One Piece Folgen anzugucken, denn allein schon aus Nostalgiegründen und wirklich die, wie kann ich das am besten ausdrücken? Es ist einfach, dass die Qualität ist einfach jetzt immer noch total genial. Das ist genau wie ein Disney-Film oder so, den ihr mal vor 10 Jahren geguckt habt. Der wird auch noch eine gute Qualität haben. Naja gut, jetzt nehmen wir mal nicht als Beispiel Toy Story, denn das hatte schon eine schlechte Qualität ganz vom Anfang an. Aber das ist, glaube ich, jetzt schon älter als 10 Jahre. Ich glaube, das war vor 2000 rausgekommen. Ich glaube, 1999 ist Toy Story rausgekommen. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Deshalb kann ich nicht wirklich viel sagen. Außer, dass ihr die halt wirklich nochmal angucken solltet, die Folge. Denn, naja, nicht die Folge, aber halt wirklich nochmal die Anfänge und vielleicht werdet ihr den ja einfach wieder mit reingezogen, also einfach mal wieder angucken, wirklich. Ich glaube, ihr könnt sogar die ersten paar Folgen auf prosimax.de sehen, ist dann halt sind ein paar Werbeblöcke davor, aber okay, ein Werbeblock, aber das kann man ruhig in Kauf nehmen dafür, dass man die Folgen kostenlos angucken kann. Das ist genauso wie hier auf YouTube. Deshalb habe ich auch zum Beispiel keinen Adblocker installiert. Ich finde es einfach so, dass man wirklich für die Videos, die man macht, auch belohnt werden sollte. Sei es jetzt der größte YouTuber oder der kleinste. Die sollten wirklich alle was vom Kuchen abbekommen. Und dafür, dass sie sich wirklich so viel Mühe geben, lasse ich dann auch den Adblocker auf YouTube aus. Und natürlich auch auf ProSieben, weil wenn das nicht so gemacht wird, dann ist das ja ganz einfach, denn werden einfach keine Videos mehr kommen. Oder dann kommt eine monatliche Gebühr, zum Beispiel bei ProSieben. Ich will eigentlich jetzt auch schon wieder keine Werbung machen, aber es gibt auch einen Streaming-Service, falls ihr One Piece und so gerne habt, also das ist jetzt, ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich das sage, das kann ich ja nochmal zum Ausdruck bringen hier, und zwar das ist Crunchyroll. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die deutsche Animes, also auch die deutsche Übersetzung davon haben. Auf jeden Fall ist es halt wirklich eine Seite für Animes, alles was ihr haben, das ist eine Streaming-Webseite. Jetzt könnt ihr euch vorstellen wie entweder Prime Instant Video oder Netflix, für alle die das kennen, bloß halt für Animes. So könnt ihr euch das vorstellen. So. Und wir nehmen jetzt einfach mal den Adon mit. Und ja, das ist halt wirklich der letzte Endboss sozusagen von dem Spiel. Das ist Adon. Entschuldigung für die Spoiler, aber das wurde auch schon in den Kommentaren öfter erwähnt. Deshalb kann ich das auch nur sagen, dass er halt einer der stärksten Piraten ist, die ihr im ganzen Spiel bekommen könnt. Und ich kann sagen, dass es, glaube ich, noch etwas länger gedauert,
bevor wir überhaupt in die bis zum Ende des Spiels kommen. Hoffe ich auf jeden Fall. Denn das Let's Play, das soll ich auf jeden Fall noch anhalten. Wenn das nicht der Fall sollte, der Fall sein sollte, dass das noch sehr lange anhält, dann werden wir einfach daraus eine, ich sage echt oft heute, aber auf jeden Fall dann wird das eine Serie, die dann eventbasiert ist, also dann werden wir jeden Tag am Tag ein paar Mal das Event machen und dann versuchen, die Charakter zu vervollständigen. Also das hier ist, das Let's Play ist noch alles andere von vorbei. Das ist gerade erst angefangen. Und ich kann wirklich sagen, dass das Spiel einfach auch bei der Masse ankommt. Also nicht nur bei ein, zwei Leuten, sondern wirklich auch bei der Masse. Das hat man ja gesehen, dass das sehr schnell in den App-Charts hochgegangen ist. Und dadurch gab es ja auch immer dieses tägliche Juwelengeschenk, da das schon 1 Million Mal gedownloadet wurde. Aber ich glaube, relativ viele Leute sind Fan von One Piece, genauso wie viele Leute manche Animes nicht mögen, aber trotzdem mag fast jeder Dragon Ball Z oder Dragon Ball im Allgemeinen. Das muss ja jetzt nicht Z sein, sondern einfach irgendeins der Serie. Also ich habe von wenig Leuten gehört, die wirklich Dragon Ball nicht abkönnen. Ich glaube, das ist einfach so ein Phänomen Dragon Ball. So. So, jetzt haben wir eine kleine Cutscene zwischen Zorro und dem anderen Schwertmeister. Und das ist auch der einzigste Boss. Übrigens, an alle Kinder, die das gucken, es ist nicht sicher, auf einem Dreirad mit drei Messern zu jonglieren und dann nochmal auf einem Einrad zu sein. Nein, das ist nicht sicher. Auch wenn ihr das in dem Spiel seht, das ist nicht gut. Falls ich wirklich Kinder habe, die hier zu sehen, was ich wahrscheinlich nicht habe. Ich denke mal, ihr seid alle so in dem Bereich von 13 bis 21, 24, 30, so um den Dreh, würde ich jetzt mal schätzen. Ich bin ja nicht so der Statistikentyp. Aber wir haben 7000 Beli bekommen. Das ist mir jetzt gerade erst klar gekommen, wir haben 7000 Beli bekommen. Nur von dieser einen Mission. So, wie sieht das aus? Wir machen ein bisschen Überlänge. Auf jeden Fall will ich noch die... Ja, okay. Wie ihr auch seht, ich habe ein paar Mal die Box erweitert, sonst wäre die Box schon längst voll gewesen. Es ist echt doof. Egal, ich mache auf jeden Fall das 12. Chapter machen wir noch durch. Bevor hier irgendwas passiert. Also das wird mit ein bisschen Überlänge. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm für euch. Dass das jetzt wirklich ein bisschen Überlänge haben wird. Ich gucke, also wenn wir noch mit dieser Mission im 10-Minuten-Bereich bleiben, würde ich wirklich noch sagen, dass wir das nochmal zu Ende bringen, dieses Kapitel. Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt noch eine Folge aufnehmen, ohne das Feedback von euch bekommen zu haben. Deshalb, sonst würde ich natürlich ganz viele Folgen am Stück aufnehmen, aber ich warte ja mal auf das Feedback von euch, ob ihr noch was verbessern würdet. Also ich bin immer offen für alle Kritik. Oh mein Gott, was habe ich denn jetzt gesagt? Auf jeden Fall bin ich offen für alles. Und ja, Wünsche an der Band zum Beispiel, also an der Gruppe jetzt zum Beispiel, an der Gruppe. Ich sag, wie gesagt, ich habe es mit meinen Wortwiederholungen. Das ist ja auch schon 16:30 jetzt, kurz nach 16:30. Aber das soll keine Ausrede sein, denn ich nehme das ja auf und nicht ihr. Ihr guckt euch das wahrscheinlich um 10 Uhr. Also die werden übrigens immer um 10 Uhr hochgeladen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, denn ihr seht die wahrscheinlich immer in eurer Abo-Box, hoffentlich. Falls ihr Abonnenten von mir seid, dann seht ihr das immer in eurer Abo-Box. Aber da steht ja nicht wirklich der genaue Zeitpunkt drauf. Also die werden immer gegen 10 Uhr hochgeladen und wenn sie später hochgeladen werden, dann wisst ihr, dass da ein Problem zum Beispiel mit der YouTube war, was in letzter Zeit auch oft passiert ist. Deshalb ist das echt ärgerlich. Die Uploads verbleiben nämlich sehr oft bei 95%. Das ist sehr doof. Also denn, wenn das dann verspätet kommt, dann lag das wirklich an YouTube und nicht an mir.
Ja, aber so, das solltet ihr euch mal so merken. Also um 10 Uhr wird immer ein Video von mir hochgeladen. Alle 2 Tage natürlich. Außer wir sind in der One Piece Woche, die, wie ich schon gesagt habe, bei 50 Abonnenten steigen wird. Da werde ich wahrscheinlich auch ein kleines Special da auch noch zu machen. Aber wer weiß, also was da Kleines dazwischen schneiden. Ja. Auf jeden Fall war das hier relativ einfach so, bei welcher wir sind 10 Minuten 30. Ja, ich weiß echt nicht, ob ihr das gut findet, wenn ich solche Überlängen-Videos mache, aber ich würde halt schon gerne das Gebiet fertig kriegen. Ah, das ist ein lila Pinguin, okay. Den hatten wir anscheinend noch nicht. Und super rare, okay. Ich weiß es echt nicht. Wir machen das so. Okay, pass auf. Wir machen das so. Das 13. Chapter kommt als Bonusvideo. Und zwar für alle, die das noch nicht wissen, das wird ja nur alle 2 Tage normalerweise hochgeladen. Und das kommt dann als Bonus-Episode den Tag danach. Also nach dieser 12. Episode kommt dann das Boss-Battle nochmal. Damit wir so eine kleine, sozusagen noch eine halbe Folge haben. Denn ich denke nicht, dass das eine ganze Folge aufnehmen wird. Also mache ich es so, dass das als Zwischenfolge kommt. Ja, ich bin Janis Lee. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst einen Daumen hier hoch oben oder unten. Das ist mir egal. Hauptsache, ich kriege ein bisschen Feedback. Falls euch die Serie gefällt, abonniert doch ruhig meinen Kanal. Das kostet euch nichts und ihr bekommt immer Updates, wenn ich Videos hochlade. Und ich bin Janis Lee und ich kann es dann nur nochmal sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.